Willkommen zurück, Lennart. Applaus. Ich glaube, Leon und ich sind ungefähr gleich groß. Finde ich nice. Hallo, ich nochmal. Schön. Heute ist auch mein erster Poetry Slam. Ja, ich habe noch nie Gedichte verprügelt. Haha, er kann kein Englisch. Jedenfalls habe ich dann im Internet nach Inspiration gesucht und habe dann so ein Video von so einem Typen gefunden, dessen Text ging irgendwie los mit: Ich stehe auf einer Blumenwiese und denke über den Kapitalismus nach. Und da dachte ich mir, oh nee, dann habe ich weggeschaltet und dann habe ich mir 30 Minuten lang Videos von Leuten angeschaut, die Bälle in die Eier kriegen. War ziemlich lustig, kann ich euch nur empfehlen. Jedenfalls wusste ich dann nicht, worüber ich schreiben soll, und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe einfach über meinen Tierarzt, weil der ein echt geiler Typ ist und der ist mega lustig. Ich gehe eigentlich nur zu dem, weil ich ihn lustig finde. Nicht, weil meine Katze krank ist, einfach nur so. Und mir ist auch kein Titel eingefallen für den Text, deshalb heißt er jetzt einfach nur Meme. Naja. Ich sitze beim Tierarzt und denke über den Kapitalismus nach. Ich beobachte einen Hund in der Größe eines Kalbs, der sich zitternd unter einen viel zu kleinen Stuhl quetscht. Dann kommt auch schon der Grund für die Angst des Tieres in den Raum: Dr. Salacek. Sein Blick fällt in das Wartezimmer und findet mich mit einem aufmunternden: Kommst du oder? Bittet er mich in sein Behandlungszimmer. Ich hebe den Korb mit meiner zitternden Katze vom Boden auf und folge dem Doktor in den nächsten Raum, wo ich meinen Korb auf einen metallenen Tisch abstelle. Dr. Salacek checkt seinen Computer. 10 Minuten dran geschrieben, ich bin ein Meister. Katze Genie, ja, war lange nicht bei mir. War Katze die ganze Zeit gesund oder was? Ja. Sein Blick verfinstert sich. Katzen werden öfters als einmal alle 6 Monate krank. Ich bin ganz offenbar ein Tierquäler. Er nimmt die fauchende Katze aus ihrem Korb und offenbart auf mein Geheiß hin ihren Bauch, der völlig kahl ist. Ja, sie verliert aus irgendeinem Grund ihr ganzes Fell, sage ich. Ja, macht der Doktor. Deine Katze hat Depression. Was? Sag ich. Ja, schau mal. Er geht zu seinem Computer und tippt, dann dreht er den Bildschirm in meine Richtung. Schau mal, ja? Ich gehe auf Google Bildersuche, ja? Und gebe ein psychosomatische Depression, ja? Kommt Bild von deiner Katze. Es kommt kein Bild von meiner Katze. Stattdessen sehe ich das Bild einer alten Frau im Rollstuhl, auf deren Kopf ein Huhn sitzt. Google's mal, es kommt echt, ich weiß nicht, was da abgeht. Ich blicke verwirrt rein. Dr. Salacek zuckt mit den Schultern und meint, kann aber auch sein, dass von ihrer Milbenallergie kommt, ja? Tiermedizin ist ein unsicheres Feld. Ich gebe ihr auf jeden Fall eine Spritze gegen ihre Allergie, ja? Er holt eine Spritze aus seinem Schubfach und steckt eine Nadel auf. Dann lässt er sie auf den Boden fallen. Er hebt die Spritze wieder auf und gibt sie meiner Katze, während er mich angrinst. Könnte ich beim Menschen nicht machen, ne? Ich nicke höflich und frage ihn, wie ich dafür sorgen kann, dass meine Katze die ganzen losen Haare nicht mehr verschluckt. Er kramt in einem Schrank herum und zieht seine Bürste hervor. So, sagt er. Schau mal, Herr Props, ja, das ist eine Bürste, ja? Damit geht man durch das Fell von die Katze und dann bleiben Haare dranhängen, ja? Ich schaue ihm in die blitzenden Augen. Er denkt, ich weiß nicht, was eine Bürste ist. Dr. Salacek streicht prüfend durch das Fell meiner Katze und findet eine offene Wunde. Ah ja, da hat sie sich gekratzt, meint er. Als ich mir die Verletzung ansehen will, meint er nur, Vorsicht, ja, nicht, dass du mir umfällst. Als ich erwidere, das ginge schon, meint er, ja, das hat so ein Typ gestern auch gesagt, ja, als ich seinen Hund aufgeschnitten hab, ja, dann ist er umgefallen, voll mit Kopf auf die Heizung und hat sich Schädel aufgerissen, ja, hat geblutet wie Sau, geil. Ich schaue ihn entgeistert an und dann, Salacek grinst. Herr Probst, ja, dann habe ich einen Tacker genommen, ja, und habe den Schädel wieder zusammengemacht, ja. Und Beste ist, ja, dann kam er ins Krankenhaus und die Ärzte haben gelassen, ja. Stolz zieht er sein Handy aus der Tasche und zeigt mir das Bild eines blutigen Glatzkopfes, der in der Mitte durch 10 Tackernadeln zusammengehalten wird.
Ich gratuliere, Dr. Salacek, nehme noch einige Katzenmedikamente entgegen und frage, wie viel ich ihm schulde. Ja, 49 Euro, meint er. Ich reiche ihm 50. Er kramt in seinem Geldbeutel rum und meint schließlich, ja, tut mir leid, jetzt habe ich kein Kleingeld, ja? Ich winke ab. Der eine Euro ist dann halt Trinkgeld für ihn. Er lächelt und gibt mir zum Abschied die Hand. Noch am selben Abend sehe ich Dr. Salacek beim Döner. Er zahlt mit 8 einzelnen 1-Euro-Stücken. Jetzt denke ich wirklich über den Kapitalismus nach. Danke. Dankeschön, Lennart. Ja, vielen Dank dafür. Ja. Jetzt wird's spannend.